Gut, dass Emily Wiggum heute keine Domani-Stiefel mit Eisenspitz anhat, denn diese würden sich ohne Probleme in meine recht zarte Haut reinrammen, was vielleicht der Fall ist. Deshalb lenke ich mich ab mit What's on Air, eine Radio-App, mit der man in der Lage ist, was zu machen? Radio zu hören. Radio zu hören, aber vor allen Dingen das zu hören, was man gerade hören will. Man kann nämlich über eine Suchfunktion eingeben, welche Songs man gerne hören würde, und dann sucht sich die App aus allen Radiostationen den Sender, aus der gerade diesen Song spielt. Zum Beispiel von Suhal Olcay. Wer? Suhal Olcay. Kennst du die wirklich? Ja klar. Der ist bekannt. Der hat sein Lied Sesla Yüzler Sokakalab. Könnte ruhig lauter machen in der Regie. Ja, das kann man sich dann anhören. Könnte man sich zum Beispiel als Suche eingeben und dann würde der das finden. Willie Nelson hast du auch eingegeben. Ja, aber nee, pass auf, denn ich bin jetzt gerade on air und wenn ich auf What on Air, auf den Button on air gehe, dann wird mir angezeigt, was auf populären Radiostationen gerade eben in diesem Moment läuft. Okay. So zum Beispiel unsere Lieblingsband, Amy, kennen wir beide. It's a bass, I love it. Is another baby, she's gone tomorrow, gone all that Don't turn on, mal gucken. Don't turn around. If you wanna see my heart breaking. Tata. Es läuft auf einem tschechischen Radiosender, deshalb dauert das hier ein bisschen länger, obwohl die in Tschechien wirklich eine sehr gute Infrastruktur haben. Aber Internet ihr seht haben. Ja, wie das funktioniert. Man sieht, was gespielt wird und wenn man sagt, das will ich unbedingt jetzt sofort hören, dann kann man da drauf gehen. Und kennst du Barry Gray? Barry Gray, nee. Kenn ich nicht. Den will ich hören. Ich muss aber auf den Barry draufgehen, nicht auf das, genau. Nee, eben nicht. Ich dachte. Ja. Da oben auf Play. Nein, du musst irgendwas drücken hier. Und zwar nicht das, sondern es gab irgendwie so einen anderen Button. Hast du doch gerade hingekriegt. Gerade ging's komisch, ne? Aber ich glaube, das liegt daran, dass er im Hintergrund gerade das Spiel... Gib mal was bei Suchen ein. Siehst du, er macht's nicht. Doch jetzt, auf einmal geht's. Ach so. Oh, das gibt's doch gar nicht hier. Da will mich ein wenig foppen. Man hat auch die Möglichkeit von Live-Konzerten rein... Beziehungsweise bei Live-Konzerten kann man sich auch was reinziehen. Sag mal was. Lied NSYNC, sagst du? Mhm. Kann er danach suchen, wenn das zum Beispiel kommt, dann kriegst du eine Benachrichtigung. Oder man kann auch der vorhandenen Liste Comedy sich was reinziehen. Electronic, Metal, Hip-Hop, Jazz, Talk, Religious, Eclectic, Pop, Sports, R&B und so viele mehr. Reggae. Die Idee dahinter finde ich wirklich ganz cool. Ich will jetzt endlich mal Big Up Radio hören. Warum das ist doch. Yummy. Sind ja Emily. Qualität könnte ein bisschen besser sein. Nee, aber ich kannte den Sänger, den kannte ich sehr gut. Kali Live Dub, das kenne ich leider nicht. Was machen wir sonst noch? Joint Radio, auch bekannter Radiosender aus Jamaica. Ist die Hauptstadt von... Nee. Andersrum. Nee, das will er jetzt gerade eben nicht spielen. So. Das ist eine sehr umfangreiche App. Da muss man App, sich lange mit beschäftigen. Aber für Leute, die gerne Musik hören und mal ein paar andere Ideen bekommen wollen, auch eine schöne Sache. What's on Air ist kostenlos. Und das ist auch gut so. Ja, man kriegt nämlich auch direkt den Link zum Geld ausgeben, nämlich in den entsprechenden iTunes Store. Und dann kann man dann die Kohle verprassen, die man für die App nicht ausgegeben hat, Amy. Falls ihr diese Folge verpasst habt und sagt, die will ich unbedingt wiedersehen, dann könnt ihr einfach auf unsere Seite gehen, appsnight.tv, und dort findet ihr die Appsnight-Folge. Oder, falls ihr die Sendung gesehen habt und ihr denkt euch, den will ich wiedersehen, könnt ihr das auch mal bei uns auf der Homepage. appsnight.tv für Tuvalu, denn da wohnen wir.